Name ist Raphael. An meiner Seite ist heute der englischsprachige Reginald. Und dort hinten haben wir den Michael, den Michael, der die Sprachen Indonesisch beherrscht. Heute, Ende November 2019, möchten wir mit dem Universal Language Translator ein neues Feature vorstellen und euch, liebe Zuschauer, zeigen, wie wir die Kommunikation international revolutionieren können. Und dafür haben wir das neue Feature Conference Call, was es ab sofort auf der ULT-Website und im Google Play Store als auch im App Store von Apple gibt. Und wie das funktioniert, wollen wir euch ganz kurz vorstellen. Wir haben unsere Ausgangssprachen vorher eingestellt im Conference Room. Du hast die Sprache? Englisch. Englisch. Und du hast die Sprache? Also Englisch, Indonesisch. Genommen. Und ich habe die Sprache Polnisch genommen. Und wir sind jetzt hier im Gruppenanruf. Das sieht auf dem iPhone so aus. Das ist auf Android. Und Mike hat auch Android. Das müssen wir jetzt nicht zeigen. Aber wir würden euch jetzt ganz gerne zeigen, wie der Input aussieht. Reginald fängt an auf Englisch und wir bekommen das dann hier auf Polnisch und da auf Indonesisch raus. Und wir zeigen mal Reginald den Input. Bitte. Thank you, gentlemen, for joining us today on this conference call test. I hope everybody enjoying it and let's see what we can do for the future. Er schickt jetzt diese Nachricht und wir bekommen die sofort hin. Ich drück mal zuerst, du wartest kurz, ich muss das jetzt Polnisch bekommen. Panowie, że dołączyliście do nas na teście konferencyjnym. Mam nadzieję, że wszyscy się z tym cieszą i zobaczmy, co możemy zrobić na przyszłość. Super, das heißt, ich als polnischer Teilnehmer dieser Konferenz habe das auf meine Sprache bekommen, was er mir auf Englisch gesagt hat. Aber wir haben auch einen indonesischen Gast, Michael. Kami hari ini dalam tes panggilan konferensi ini, saya harap semua orang menikmatinya dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Und, wie war das? Ja, die Qualität der Übersetzung ist eindeutig sehr gut. Und jetzt möchte ich ganz kurz darauf antworten und die Konferenz beenden. Dafür tippe ich auf diesen kurzen Button drauf und beende das mit dem rechten Button. Das machen wir kurz zusammen. Achtung! Dziękuję bardzo i dobranoc. Hier stoppe ich. Ich bin zufrieden mit der Aufnahme und jetzt sende ich das an meine Teilnehmer. Bitte. Englisch. Thank you very much and good night. Michael, Indonesisch. Terima kasih banyak dan selamat malam. Und so revolutionieren wir die Kommunikation. International. One World, One Language. Danke zum Einschalten und bis zum nächsten Mal.